Die Patienten kommen mit den unterschiedlichsten Beschwerden. Wir versuchen natürlich alles zu behandeln. Größtes Problem bei der ganzen Behandlung ist nach wie vor das Sprachproblem. Natürlich kommt dann auch noch die Angst mit dazu, gerade wenn die Patienten sowieso schon traumatisiert sind. Ich speziell als Zahnarzt habe die Kompetenz, einen bestimmten Bereich besonders abzudecken. Aber die Verantwortung für die ganze Flüchtlingshilfe, die ganze Flüchtlingsproblematik hat jeder Mensch von uns und die sollte auch jeder möglichst annehmen. Mundgesundheit ist eine Grundvoraussetzung, dass der ganze Körper auch mit gesund ist. Es ist der Eintrittspforte in den Körper und deswegen, wenn da entsprechende Prophylaxe und auch Hygiene getrieben wird, ist schon mal für die allgemeine Gesundheit ein wichtiger Schritt. Deswegen, gesund beginnt im Mund. Also das Projekt ist entstanden aus einer Initiative von Heinrich Schein und der Bundeszahnärztekammer. Ich glaube, sie sind auch ein bisschen überrollt worden von der Anfrage. Allein in Stuttgart waren es 8.500. Und wenn man das mal hochrechnet auf die ganze Bundesrepublik, dann sieht man mal, was da Heinrich Schein eigentlich leisten musste. Ohne die Spenden wäre die ganze Prophylaxe-Aktion in der Form gar nicht möglich gewesen. Wir haben uns riesig gefreut, als die Kisten angekommen sind. Haben sie gleich ausgepackt und ich selbst habe sofort das Auto gepackt und die Produkte direkt in eine Unterkunft gebracht. Da haben sich die Mitarbeiter sehr darüber gefreut und die Bewohner der Unterkunft haben die Produkte dankend entgegengenommen. Besonders gut angekommen ist die Kinderzahnpasta. Wenn man ein bisschen Zuwendung für die Patienten zeigt, man bekommt wirklich 100% wieder zurückgezahlt.